Düsseldorf hat gegen uns im ersten Spiel mit einer Mannschaft gespielt. Die ersten 11, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren alle auch im Jahr davor in der Mannschaft gewesen. Da ist eine gewachsene Struktur. Und wir hatten am Ende 9 Spieler aus der Akademie mit dabei, haben nicht alle gespielt, aber viele 9. Und das muss ich finden. Und da reden Paul und ich oder wir alle gemeinsam sehr, sehr offen, sehr, sehr offen drüber. Hier hinkommen zu einem großen Club, wo auch der Konkurrenzkraft größer ist, und das wollte ich unbedingt machen und es auch mir irgendwo selber beweisen. Und ja, und man, es gab keine Versprechen, ich habe auch keine Versprechen gegeben. Es gab, so wie es der Trainer auch mal schon formuliert hat, es gab einfach darum, dass man von Tag 1 hart arbeitet und ja, dass man gute Leistungen zeigt. Max, wir machen heute alles, ne? Die Leistungs machen wir morgen, oder? Nee, machen wir heute. Ich habe gerade vor 3 Minuten mit Hendrik Fied gesprochen. Und ich habe das jetzt gekippt, das muss heute gemacht werden. Tja, Paris. Weil heute alles fertig sein muss wegen dieser Klausel und alles. Vertragliche Sachen. Ja? Wenn ihr das sagt, dann machen wir das. Okay, ja. Gute Fahrt. Ja, danke. Bis später. Bis gleich. Ciao. Tja. Aber ein guter Kerl. Ist ja auch Ex-Spieler, auch Stürmer. Ja, kenne ich jetzt. 1,94 groß, Kopfball stark. Er war mitten im Wettkampfbetrieb schon, weil er mit Austria Wien schon in die Liga gestartet war, im Europapokal schon Spiel gemacht haben. Gibt es was Besonderes bei Ihnen? Gesund? Ich habe gestern gespielt. Also es gibt gestern gespielt? Ja. Und heute hier schon wieder Fahrrad fahren? Ja, aber muss sein, dass wir das machen. Das und dann bleiben wir gleich in Berlin jetzt, ja? Oder? Ja, ich habe alles mitgenommen. Also wir ziehen das alles durch und dann. Ich warte jetzt zu Speichern danach. Wir gehen hier nicht mehr her. Also wir fahren dann zum Park und dann. Nie wieder verlieren bei Herrn. Ich wollte erst nur noch gewinnen. Ja. Das muss das Ziel sein. Muss man testen. Ja, ich teste das mal, schauen wir. Packen wir das jetzt mal hin, 2XL. Ne? Ja. Das ist noch nichts gewesen. Ja, jetzt habe ich es schon verpasst, noch nicht von Sky. Aber kommst du denn von Sky AT? AT, also, ja. Okay, ja. Also der Typ hat einfach. Vielleicht hat dich irgendjemand gesehen. Oder? Flughafen, Mr. Park. Hi, na, seid ihr auf dem Weg? Wir sind auf dem Weg, also 25 Minuten sind wir da. Ja, kein Problem, ich bin in der Praxis. Alles klar, super. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Das war vom Tag 1, als ich hier war, habe ich das gesehen. Die Stadt Berlin habe ich nur Gutes gehört und ich wollte das unbedingt machen. Schalke, Hamburg, ich sage Hannover, Düsseldorf, wo ich das angeschaut habe, das war der Wahnsinn von den Zuschauern. Ja. Ich freue mich einfach auf das Ding. Ich freue mich auf das Heimspiel, jetzt am Freitag schon, das Stadion zu sehen. Wiesbaden, die kommen wahrscheinlich mit 400 Fans. Hey, ist wurscht, Hauptsache unsere sind da. Ja, unsere sind da. Das zu führen, gleich den ersten Sieg holen. Nein, aber trotzdem. Er war ganz lieb. Nee, wir lassen ihn liegen. Auf dem Fußball gebe ich den Tag. Genau. Das brauchen wir nicht. Ja, tschüss. Vielen Dank. Ja. Schönen Abend. Und, ich gebe Gas. Also wenigstens eins. Also ja, mal kurz. Ich sehe ihn das an. Ciao, ciao, tschüss. Ja, das ist nicht der Stürmer, den wir brauchen. Mal die Kaserne hier von den Briten. Okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind dann irgendwann abgezogen, haben alle stehen gelassen, so wie es war. Und dann hat das die Stadt sozusagen übernommen. Die ganzen Gebäude, ist alles Denkmalschutz. Deswegen von außen können wir nichts machen. Ja. Von innen können wir was machen. Okay. Okay. Ja, für mich ist das ein Wahnsinnsclub, ein Riesenclub. Egal, ob sie jetzt abgestiegen sind in die zweite Liga, für mich Hertha steht für was. Das ist ein Wahnsinnsclub. Was
bastelt das hier noch zusammen. Geht der lange Tag für dich weiter? Grüß dich. Alles gut. Hallo, servus. Wie geht's dir? Alles gut. Wir sind wieder was anderes. Sehr schön. Ja, dann sorgen wir dafür, dass wir jetzt relativ schnell durchkommen. Okay. Romano? Okay. Gut, mit beiden Augen durch. Ja? Mhm. Siehst du den Ball? Ja. Super. Dann mach mal das linke Auge zu. Siehst du immer noch? Ja. Gut, du machst mal das rechte Auge zu, machst das linke Auge. Nee. Okay, super. Dann hast du rechts. Oh! Hey, geht's dir? Ich jetzt sehr gut, jetzt sehr gut. Ey. Ich werde das machen. Viel mehr, lieber. Ich habe in den letzten sechs Tagen drei Spiele gemacht. 90 Minuten. Ja, und ist das schlimm? Nee, gestern kam er. Hast du überhaupt geschlafen? Nee, gar nicht. Das ist das. Aber trotzdem steht er hier und ja. Macht da was. Ja, dafür kriegt er auch gleich einen Vertrag, oder? Nein, wir sind ja froh, dass wir ihn haben. Ja, aber wenn du so weiter erzählst, dann hinter gleich woanders. Das glaube ich nicht. So, einmal Rückenlage bitte. Die wurde nach mir gegossen. Der Kopf ist ein anderer. Ja, so sah ich mal aus. Stimmt's? Das hast du gar nicht erzählt. Aber er hat auch schon. So, jetzt wird's ernst. Schon. Auch heute mal ein anderes Bild, oder? Nicht wieder dasselbe, oder? Ja, wir machen unten. Wir machen also Trikot von unten. Okay. So. Ganz herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, wirklich. Und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Wir auch, dich auf dem Platz zu sehen. Geil. Also, deswegen, ab morgen wird's ernst. Definitiv. Völlig, ja. Ich bitte dich mal, setz dich mal kurz hier hin, mit Blick dahin. Dann machen wir erstmal hier den Blitz auch mit. Ja, Mann. 1892, am Kronaplatz gegründet, im Herzen der Stadt. Gut. So was muss vor dem Spiel gucken, sage ich dir. Kopf war stark, ist ein guter Typ, Vorbild, aber trotzdem, dass er hier bei uns ist, das ist ein halber Wunder. Weil folgendes, ich war irgendwie oben in dem Büro und dann sagt Zecke, komm hier, haben wir den großen Stürmer. Dann sage ich als Spaß, ja, groß und kann Kopfball spielen, ne? Ja, sagen er kann. Sag ich, ja, defensiv bestimmt, aber offensiv nicht. Sag ich, doch, das kann auch. Und jedes Mal, Zeche bei der Weißcout hat immer gezeigt, die Szene. Und dann zum Schluss habe ich gesagt, ja, aber bestimmt langsam. Ah, auch nicht langsam. Und da habe ich gesagt, na, zeig mal. Da habe ich die Szene gesehen, habe ich gesagt, okay, Jungs, tschüss, Zeche, wenn du willst, kannst du die Spieler holen. Aber dann ist erst mal zwei, drei Wochen nichts passiert. Und einmal kommt aus dem Nichts, dass wir ihn holen können. Ja, weil du brauchst auch Geld. Ja, bei Hertha BSC, was nicht hat. Und ich glaube, Benny und Zecke haben sie eine ganze Nacht durchgearbeitet, dass überhaupt alles ist hier. Ich hoffe, dass er ist zufrieden. Ja, ist sehr wichtig, dass die Torjäger, Künstler, Spieler, die zufrieden sind, wo die sind, weil dann treffen sie. Ich hoffe, dass alles optimal für ihn und er soll einfach gesund bleiben. Lineal muss ich noch holen. Ich hole ein Trikot jetzt, um den Sponsor-Vlog zu vloggen. Und kommen Sie mit. Erstmal sind wir froh, dass wir einen Hauptsponsor in der Situation auch gefunden haben. Wir waren auf der Suche und in unserer auch wirtschaftlichen Situation, in der Situation, wo wir auch waren, haben wir dann mit Crazy Buzzer einen Partner gefunden, der dieses Engagement auch in unserer Situation, sowohl nach dem Abstieg, aber auch, auch in unseren wirtschaftlichen Zwängen, in denen wir waren, eben eingestiegen ist. Da sind wir erstmal sehr, sehr froh drüber. Bisschen weiter runter, ne? Der Markt der Werbesponsoren auf der Brust ist deutlich eingebrochen. Natürlich haben wir die Herausforderung, dass Hertha BSC in den letzten Jahren nicht sonderlich Werbung für sich selbst gemacht hat, damit die Firmen sagen, Mensch, genau auf das Pferd setzen wir jetzt. Von daher waren das schwierige Rahmenbedingungen. Wir haben uns dann für den Weg entschieden,
das Angebot anzunehmen, wohl wissend, dass die Leute enttäuscht sein werden. Wir glauben aber auch, dass die Leute natürlich enttäuscht sind, weil sie grundsätzlich diesen Weg richtig finden und richtig achten. Und wenn sie das nicht machen würden, wäre die Enttäuschung nicht so groß. Ja, das ist natürlich ein Thema, also Suchtprävention auch, Sportwetten, das ist ein Thema, dem man sich natürlich auch stellen muss. Aber als Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft ist es auch meine Verantwortung, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit herzustellen. Und jetzt wird das nur für 6 Sekunden runtergemacht. Und die Maschine ist 140 Grad heiß. Mit Eis oder ohne Eis? Vielen Dank. Gerne. Am Ende, es gibt doch bestimmt auch irgendwie Torwart-Trikot-Größe M oder sowas, die brauchen wir doch sowieso nicht. Die bestellen nur XL und abgestellt. Diese Trikots wird jetzt zu DFL verschickt. Habe ich 3-mal schon gesagt. Hat er nicht aufgenommen. Das war der Wahnsinn. Mein erstes Spiel war im Olympiastadion gegen Wien Wiesbaden. Ein paar Leute haben gesagt, es sind wenig Zuschauer gewesen, aber für mich, glaube ich, es waren 40.000. Für mich war das der Wahnsinn. Das Stadion gibt richtig was her. Er hat schon Gänsehaut, als wir da unten standen und die Hymne gespielt wurde und man da hochgegangen ist, die Treppe, und hat die komplette Choreo da gesehen. War ein stolzer Moment, weil ich auch viel gearbeitet habe, um an dieser Position in so einem Stadion spielen zu dürfen. Und klar, wir wollten gewinnen, haben da ganz klar auf Sieg gespielt, aber es war auch noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen zu viel gewollt. Wir in Wiesbaden haben mit einer Fünferkette gespielt, sehr defensiv. Wir hatten 54% Ballbesitz, glaube ich, was auch nicht unser Anspruch ist, muss ich sagen. Gegen den Aufsteiger musst du über die 60% mindestens kommen. Wir haben dominiert, denke ich. Wir hatten auch einige Chancen. Ich glaube, wir haben auch da ein bisschen die letzte Präzision im letzten Drittel vermissen lassen. Den Gegner ab und zu Chancen eingeladen. Dieses Spiel darfst du nicht verlieren, auch wenn wir jetzt kein Tor machen, dann muss das halt ein Punkt werden, 0-0. Dennoch hatten sie uns getroffen mit diesem Sonntagsschuss. Glücklich das Spiel am Ende verloren, aber es ist die zweite Liga. Jedes Spiel ist wirklich sehr, sehr eng und jeder kann jeden schlagen. Und ich glaube, nach diesem Spiel wusste auch jeder, okay, wir sind jetzt in der zweiten Liga angekommen. Wir wissen ungefähr, dass das eben keine Laufkundschaft ist, sondern wir müssen uns jeden Tag und jede Woche darauf fokussieren, am Wochenende ein gutes Spiel zu machen. Und dann glaube ich auch, dass wir extrem erfolgreich werden können. Für ihn hat er halt auch gesprochen, ähnlich wie auch so für den Jerry Duziak, dass du ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen kannst. Also er kann sowohl links hinten, rechts hinten, als auch im Mittelfeld spielen. In Düsseldorf, they call me Mickey. Mickey. In Poland, Karba. Ich brauche ein Heimtrikot in Größe M. Mhm. Name, Nummer schicke ich dir gleich für Spielervorstellung heute. Neuer Spieler. Alles klar, leite ich weiter. Top, super, danke. Perfekt, bitte. Gerne. Ciao, ciao.
Jo. Was ist denn da los? Feueralarm. Nee, ja, aber ich glaube, es ist ein Test jetzt. Aber ihr fahrt ja sowieso ins Performance Center erstmal direkt durch, oder? Ja, genau, genau. Okay, alles okay. Klar. Super, bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Fire Alarm. First game, I was on the bench. Because it's first game. Mm-hmm. Second, I was on the bench. Jo, Benny. Also fahrt bloß nicht auf den Geschäftsstellenhof, weil da ist jetzt gerade alle draußen wegen. Ich glaube, das ist eine Übung, der irgendwie von hinten ranfahrt. Okay, alles klar. Hm? Machen wir so. Alles klar. Ich bin jetzt auch gerade, wir fahren jetzt hinten rein. Perfekt, bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Wichtig. Hallo. Hallo. Deutsch? Englisch? Englisch. Englisch ist besser. Nice to see you, huh? Hi, Freddy. You will start with Freddy first? Yeah. A little bit. Okay. Flexibel einsetzbar, jung, entwicklungsfähig, kennt aber auch die zweite Liga und war auch jemand, der als das erste Mal hier war, wo ich schon auf der Rückfahrt von seinem Berater eine Nachricht bekommen habe. Er hat sich entschieden, er will nur härter machen. Und da sind wir wieder beim Thema Spieler überzeugen. Das eine ist ein Weg, aber das ist halt auch, wenn man dann den kleinen Film, den wir hier immer über Berlin beim Onboarding zeigt, das nimmt nicht nur uns dann immer mit, das hat auch eine Wirkung für einen Spieler. When was the first meeting here? I think 4 weeks ago, 5 weeks ago? In June, I think. It was a very important meeting, Benny. It was, yeah. I remember. Ich habe mit euch geweint, gelacht, gefeiert und wir haben alles zusammen gemacht und für das ich danke euch wirklich von meinem Herz. Olli ist ein super Typ, Top-Charakter, menschlich super. So schwer die Situation auch war, kam immer mit einem Lächeln in die Kabine und mit einem Lächeln hier auf dem Gelände rumgelaufen und ich glaube, das gibt dann den Menschen hier schon sehr viel. So, für Aufwärmen. Olli, machst du bereit? Ja. Ja, kann man vermissen und das war ein komisches Tschüss-Sager in diesem Moment. Konnte man Tränen bekommen, das ist die Wahrheit. Aber ich habe die ganze Zeit gewusst, haben wir gewusst. Er hat auch gewusst und trotzdem hat gut gearbeitet. Ich habe natürlich auch spielen lassen, weil ich habe gewusst, wir können gut verkaufen. Ich bin blau und weiß im Herz. Ich hatte sehr viel Respekt und Liebe für diesen Verein. Olli und ich haben uns top verstanden, nichtsdestotrotz. Jetzt bin ich natürlich froh, dass ich jetzt spielen darf. Pokal ist immer eklig. Weil du weißt, natürlich gegen Jena bist du der haushohe Favorit, spielst bei denen aber Stadion voll, bis auf unsere Fans, alle gegen dich. Ich muss schon sagen, war ähnlich wie zu Wolfsburg. Also natürlich Wolfsburg war für mich auch mein erstes Bundesligaspiel. Ich finde, da herrscht schon ein Druck und eine Anspannung, Nervosität ist da, weil es dein erstes Bundesligaspiel. Und in Jena war es dann ähnlich. Natürlich ein Pokalspiel, du weißt, wenn du nicht gewinnst, schaltest du aus. Aber du schaust halt schon erstmal auf dich, dass du dein Spiel über die Bühne kriegst und dementsprechend bereitest du dich vor. Und natürlich war auch da eine Anspannung zu spüren, was aber auch wichtig ist vor jedem Spiel. Es ist immer ein harter Kampf. Ich finde aber, dass wir den Kampf super angenommen haben, von der ersten bis zur letzten Minute. War schon vielleicht gerade so für unsere Offensive ein kleiner Turning Point, sage ich jetzt mal, um zu sehen, dass wir schon Torchancen kreieren können und dass sie dann nur noch die Füße hinhalten müssen und die Tore machen müssen. Yeah!
sehr gut die Situation ausgespielt. Gerade in der zweiten Halbzeit Kontersituation, Überzahlsituation, viele Torchancen gehabt, gute Abläufe. Anfang der zweiten Halbzeit, dann uns auch mal belohnt, viele Tore geschossen. Aber ruhig, alles gut. Ich glaube sogar, diese Quäntchen Glück hat er gehabt, hat was Torwartbruch, das 0 steht. Und das war auch ein wichtiges Spiel für uns. Natürlich durch den Druck, was die hier die Medien gemacht hat, das ist alles schlecht bei Hertha und alles so komisch bei Hertha und ich kann nicht Tore machen. Dafür war viel wichtiger dieses Mal nicht die Torwartleistung, sondern von den Jungs. Aber das gehört dazu, dass der Torwart ruhig bleibt, kein Hektik bringt und hat er das gut gemacht. Es war auch ein Turning Point so mit den Fans, dass wir auch mal mit den Fans feiern konnten, auch wenn wir am Anfang jetzt nicht richtig wussten, wie wir so einen Sieg zu feiern haben als Spieler, weil es, glaube ich, als Hertha BSC nicht so oft vorkam, die letzte Saison. Und glaube schon, dass das ein bisschen zusammengeschweißt hat, das Team und die Fans. Und deswegen denke ich schon, dass das ein kleiner Turning Point war. Ihr beiden? Ja, du bist aber dann natürlich auch irgendwann Model, dann übernehme ich auch mal gelegentlich so den Part. Okay, cool. Welchen Bezirk hast du dann drauf? Charlottenburg. West End drauf. West End? Oder? War doch West End. Also Charlottenburg. Welches nicht? Du hattest, glaube ich, Rommelsburg drauf. Ich bin Rommelsburg, ja. Und du hast... Ich hatte Bescheid ins Auto. Kommt ihr aus Berlin, beiden? Ich komme aus Berlin. Ich nicht, ne? Woher kommst du? Dresden. Dresden? Ja. Ich bin schon lange in Berlin, deswegen... Wo zum Internat? Ich wohne in Rummelsburg. Genau, das ist das gute Stück. Sieht so aus, folgendermaßen. Baut so ein bisschen auch auf dem, was wir letztes Jahr hatten, dieses dunkelblaue auf. Ja. Jetzt dann in Grau haben wir extra hierfür angefertigt und machen halt dieses Jahr was Besonderes, dass die ganzen Unterbezirke letztes dazu. Letztes Jahr gab es noch ein paar, ne? Genau, da gab es die Oberbezirke quasi. Ja. Und dann waren immer so in allen Kommentaren darunter, hey, was ist mit Moabit, was ist mit Westend, was ist mit Rummelsburg und so. Und das machen wir genau dieses Jahr und dafür machen wir das heute. Hammer. Genau. Also im Grunde auch ziemlich einfach. Also hat es auch schon einen Erfolg. Ja, hier so und dann in die Mitte vielleicht. Hm? Und dann die Bilder von ein bisschen weiter oben. Okay, geht das so im Hintergrund an? Generell, wenn du irgendwas machst, was so nicht der Norm entspricht und dann fußballerisch oder irgendwas nicht läuft, dann wird sich immer das so als Thema, deshalb, wegen deiner Frisur, hast du den Ball nicht reingemacht oder wegen dem Nagellack. Weil wir aber, dicker sagen, haben wir den Ball nicht reingesagt. Genau. Gab es auch schon mal wegen dem Nagellack irgendwie, also so
Ja, sagen, okay, so ja klar, du kriegst oder 50% oder 40% kriegst du Hate jeden Tag. Weiß nicht, 50 Nachrichten oder so. Aber du kriegst halt auch Leute, die sagen, ey, krass, inspirierend so. Ich habe mir das auch gemacht. Oder dann schicken die mir Bilder, wo der Vater mit seinem Sohn das macht und so. Dafür mache ich es ja. Für die Leute da draußen, wo, wenn das nur 3 Leute machen und mehr 100 aber sagen, es scheiße ist so, habe ich vielleicht 3 Leute da glücklich gemacht, dass die den Mut haben, sie selbst zu sein. So. Jetzt wird's wild, ey. Schnelle Brille. Gehen wir Lasertag spielen, oder? So viel Zeit hast du da wahrscheinlich. Ich hab doch gedacht, ich sehe Fabi auf. Sehr schnell. Vor dem Bullen, das ist geil. Auch irgendwo eine Ernüchterung, ein bisschen eine Demütigung auch ein wenig. Sind da auch nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, haben nach vorne so gut wie gar nichts generiert. When we're in there and we lose the ball, fucking foul, man. The lightning quick on the counter-attack, guys. Fucking foul. And have some fucking bollocks. We're in a fucking Bundesliga 2 for a reason. Because we shit our pants every fucking week. Ich sage nur eins, Leute, ja? Ich kann schon alles erzählen, ihr seid alle nicht bei uns. Aber das ist schon fast ein drittes Spiel in der zweiten Bundesliga. Wir haben nicht eine klare Torschance. Ihr erzählt zu mir viel. Und muss man nicht sagen, dass wir mehr laufen wie die Gegner. Ihr habt nicht mal einen Torschance. Ich weiß nicht, wo ist die große Klappe. Ihr habt jetzt, ich habe nichts geändert jetzt, ihr habt jetzt 15 Minuten da vorne den Block, dass ihr nicht in die Hose scheißt, weil das ist Hosescheißer, dass du nicht mal runterziehst, weil die Tor hier einer hier, wo er weggeht. Leute, warum nicht ziehe ich runter und stehen wir? Sei mal ein bisschen gieriger zum Gewinnen. Wir sind wieder bequem geworden. Ich schäme mit den offensiven Spielleuten. Ich muss alle jeden Tag Spielzüge. Ich nehme die Ball weg nächste Woche. Da habt ihr vielleicht Lust. Das ist die beste Lösung. Ball wegnehmen, laufen und dann das Woche jeder will die Ball haben. Wahrscheinlich spielen wir zu viel Fußball. Weil Fußball habe ich nichts gesehen. Es war wirklich ein schlechtes Spiel, muss man sagen. Und danach war es auch in meinem Kopf, boah, was war denn das hier? Leidenschaftlicher Herr Tanerinnen auf dem Platz steht und kurz vor Anpfiff erklingt ein lautes Ha ho he, Hertha BSC von den Spielerinnen. Wir werden das erste Pflichtspiel für die Frau von Hertha BSC absolvieren. Wir spielen mit Herz da draußen heute. Fürs heutige Spiel
habe ich nur einen Wunsch, dass ihr 100% gebt. Alle, die auch von der Bank kommen, genau den gleichen Einsatz, genau den gleichen Willen, genau die gleiche Geilheit, Zweikämpfe zu führen und Chancen zu kreieren und die dann auch zu nutzen. Und denkt immer daran, wem gehört Köpenick? Uns gehört ganz Berlin. Wir sind jetzt hier beim Spiel Hertha BSC Frauen gegen Hilfe gegen Union Berlin Frauen. Mit Ihnen live dabei, Andi Lukuki. Und es steht leider jetzt hier gerade 1-4. Aber immer weiter Gas geben, ne, bis der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Und ich hoffe mal, dass man jetzt hier ein bisschen was sehen kann. Die Ecke von Union. Raus damit. Gut geblockt. Oh, schade. Aber die Frauen kämpfen gut. Hertha sind hier, machen auch kräftig Stimmung. Jetzt gerade eher weniger, aber sonst schon gut. Dass ich zum Kopfball hochgehe und dann den Ellenbogen von Benisch ins Gesicht bekomme. Und ja, dann habe ich natürlich schnell meine Hände so vors Gesicht gemacht, habe gesehen, dass die Hände blutig sind. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass meine Nase gebrochen ist. Habe nur vom Doc gehört, dass ich da zwei Cuts habe, die schnell getackert werden. Und dass sie gebrochen ist, hat er mir auch gar nicht so gesagt. Heute die Tamponaden aus der Nase. Ja, schön. In der Nasenscheidewand sind noch so Plastik, rechts und links so ein Plastik-Splint. Ja. Die müssten noch drin bleiben eigentlich. Okay. Ja. Ich glaube, so ein weißes T-Shirt war auch top, ne? Gut. Also. Erstmal nur ein bisschen die Krusten ab, ganz vorsichtig. Einmal tief Luft holen, Luft anhalten und weiteratmen. Okay. Dann nochmal tief Luft holen, Luft anhalten. Das ist gut gemacht. Und weiteratmen. Okay, das war's. Boah, das war das Schlimmste. Oh, der tat weh. Marco war schon ein Typ in die Kabine, ja, schon sehr, sehr großen Einfluss gehabt hat über die Stimmung und das ist so.
Türkei, HSV, Leck und hier. Das ist kein Problem. Wir haben eben unsere Captain gewählt. Und da haben wir die ganze Zeit gewusst, da kann noch etwas passieren. Mit Toni hätte man nicht sofort Captain machen können, mit den Zuschauern, mit den Fans. Und natürlich, wir schätzen unsere Fans, wir wollen auch keinen großartigen Konflikt. Das war nicht möglich. Und dann Marco war der Zweite. Da müssen wir nicht sauer sein. Ich weiß, es hört sich komisch an. Captain verliert die Schiff nie oder niemals. Aber das war so ein Moment. Wir haben das auch gelöst und auch spielerisch gelöst, auch menschlich gelöst, dass wir mit Toni einen neuen Kapitän haben. Also ich glaube, das ist auch eine gute Trennung. Ich bin extrem dankbar, dass ich Kapitän von der Mannschaft sein darf. Dass ich als Führungsspieler geholt wurde, war mir schon klar. Und ja, so habe ich auch die ersten Wochen auf dem Platz gearbeitet. Wenn du reinkommst, dann musst du eine Ausstrahlung haben, ja. Und ich glaube, Toni hat etwas, ja, diese Ausstrahlung, er kommt rein, ist ruhig, ja, macht seine Sache im Training, macht auch seine Zweikämpfe, geht voran und gibt immer Maximum, erfahren genug. Und ich glaube, da hat für diese Rolle einfach reingepasst. Trainerteam, Benni, alle, die da sind, wir werden alles vergeben von außen, was wir beeinflussen können. Aber ihr, die wollen jetzt anfangen, Harris, du musst vorhin gut anlaufen mit Mathe, mit Palco, mit Fabi und ich verspreche euch eins. Wir werden euch pushen, wir pushen uns gegenseitig. Ich will danach hier drin sitzen, ich will lachen, ich will ein Bier trinken und jetzt gehen wir raus und haben wir direkt auf geht's! Auf geht's! Als er ihn zurückspielt, habe ich gesehen, dass das ein schlechter Ball war vom Innenverteidiger. Ich habe gedacht, ich laufe mal los. Und dann habe ich die Annahme vom Tormann gesehen, dass sie sehr, sehr lang ist. Und dort habe ich gewusst, okay, jetzt kann ich Vollgas durch. Gegen HSV finde ich, dass jeder Spieler auch irgendwo so ein Gefühl haben muss von boah, jetzt will ich es unbedingt zeigen. Jetzt so irgendwo auch eine Wut muss man haben, das muss man entwickeln, dass man auch die nötige Aggressivität auf dem Platz hat. Und ich finde, gegen Greuther Fürth haben wir das sehr gut hinbekommen, dass auch jeder Spieler aggressiv war in den Duellen, dass wir auch Vollgas gegeben haben, dass wir auch vorne drauf gegangen sind. Wieder weiter spielen? Ja! Ah, so muss er wieder ausgehen, weil die letzten 9 Minuten haben geschwommen. Hardy spaziert zurück, Fabi spaziert zurück, Jeremy Balko irgendwie in die Luft. Von hinten kommt keiner Kommentar nach vorne zu die Sechser. Die hinteren Spieler setzen sie näher nach hinten. Und da haben verschwommen. Leute, die Gott hat heute eine Chance gegeben, Leute, weil ihr kämpft. Macht die Dritte Tor, bringt die Sache nach Hause, ja, aber das ist gefährlich. 2-0, so wie die letzten 9 Minuten, irgendwie so rausgehen, ist gefährlich. Wir müssen diese Gier aufrechterhalten, noch ein Tor zu machen. Das dritte Tor. Wir sind wirklich nah dran, wir haben jetzt schon 3 Tore am Stück. Ja, aber diese Gier muss weiterhin aufrechterhalten, nicht jetzt passiv werden, sondern attackieren. Guys, one more go. Give it all we fucking got. 15 minutes. The game's done. The game is finished. Finish the fucking game.
irgendwo honoriert, dass wir, ja, dass wir mit einer guten Dynamik gespielt haben, guten Aggressivität. Und das merkst du halt, wenn wir so drauf gehen, wenn wir so spielen, wenn wir in den Duellen drin sind, dann holen wir die Punkte. Ja, Bila kannten wir auch schon länger. Sehr spielstarker Spieler, sicherlich eher Achter, vielleicht sogar Sechser, Achter in der Konstellation, noch entwicklungsfähig, sehr stark mit dem Ball. Im zentralen Mittelfeld war ja lange ein Thema, eigentlich die ganze Transferperiode. Und wir wussten, wir brauchen auf der Position auf jeden Fall einen Spieler mit Erfahrung, mit Größe an der Stelle und der halt auch Ruhe ins Spiel bringen kann. Und so ist halt eigentlich dann Andreas Buchalakis zu bewerten. Du hast sogar recht, ja. Könnte ich oben noch ein bisschen? Ja. Danke. Wir haben den Kader, die Kosten um über 50 Millionen reduziert, in der Summe der Kosten über 70 Millionen zur Vorsaison. Also da sieht man, was das für eine Wahnsinnsaufgabe war. Das war schwierig, das war intensiv, das war eine der anstrengendsten und herausforderndsten Transferperioden, die wir, glaube ich, in der jüngsten Geschichte von Hertha BSC hatten. Wir sind abgestiegen in die zweite Liga, wir müssten natürlich Spieler abgeben, die wir uns auch so nicht mehr leisten konnten. Es war alternativlos und auf der anderen Seite dann einen wettbewerbsfähigen Kader aufzustellen. Diese Herkulesaufgabe ist den sportlich Verantwortlichen um Benny Weber gut gelungen. Das war jetzt erstmal was. Ziemlich verrückt. Also das Spiel ist trotzdem, jeder redet darüber, aber so ganz böse bist du nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben 10 Tore in einem Spiel gesehen. Also es war Wahnsinn und ja, das darfst du eigentlich nie verlieren.
Wir haben immer geführt, aber irgendeine Luft, wo meine Gefühle, ich habe nie dieses Gefühl gehabt, gewinnen wir dieses Spiel. Wenn du in der Liga dem Gegner zu viel Raum gibst, nicht richtig verteidigst, dann kriegst du ein Gegentor, das geht nicht. Und das hast du halt dort gemerkt. Aber das Spiel eigentlich, außer in der Ergebnis, hat Spaß, oder dieser Spaß. Das waren ja auch Wahnsinnstore, von denen muss man auch ehrlich sagen. Wasser kommt immer rein. Das heißt also, eure Schuhe werden hier nass. Ja, der wäre nie reingegangen. Guten Morgen, liebe Hertha-Fans. Heute ist auf jeden Fall das Highlight-Testspiel. Heute Abend gegen Hertha 03 Zehlendorf. Das ist natürlich erstmal ein unbeschreibliches Gefühl, weil man jetzt alles wieder vor sich sieht.